Aber wie? Was nun? Ah, ihn hier. Wir holen uns Hilfe von den anderen. Sehr schön. Gemeinsam befreien wir die Leute. Und ihren Seilen. Von ihren Pferden. Sehr schön. Und jetzt gemeinsam die Bären retten. Alle zusammen. Alle Zirkusleute gemeinsam. So können wir das schaffen. Aufpassen. Die Seile halten dich nicht mehr. So. Im Team. Und der Bär ist gerettet. Hurra. Happy End. Bären reiten. Hurra. Ach, wie schön. Der große Bär und die kleine Abby. Ein großartiges Team. Schön, hier. Uns noch ein bisschen umgucken hier. Hallöchen. Ein Fest findet statt. Sehr schön. Doch wir wollen weiter. Ein neues Abenteuer. Komischer Freischalt, gemeinsam ist man nicht allein. Oh, wie schön. Alle noch auf der Bühne. Ja, ein Game bei den wundervollen Leuten hier. Haben wir es heute durchgespielt in einem Stream. Aber großartiges Spiel, auch wenn es nur 2 bis 3 Stunden geht. Ja, ich habe es in 3 geschafft. Wirklich, kann ich nur sagen, wirklich sehr großartiges Spiel. Ich werde es auch nochmal spielen. Ich glaube am Sonntag habe ich es nochmal eingeplant oder am Freitag, ich bin mir nicht sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Ich werde nochmal Achievements sammeln gehen. Ich mache dann nochmal ein Achievements sammeln Stream. Schauen wir mal die Achievements an und dann sammeln wir nochmal Achievements.
genießen wir das Spiel nochmal. Zu 100%. Machen wir mal wieder 100% Let's Play. Ich glaube, hier lohnt es sich mal wirklich. Oh, sorry. Bin gerade auf Twitch hier unterwegs. Ja, wirklich. Special Thanks für Kleidos Club Mixed Vision Filmakademie war auch noch mit dabei. Animations Institut. Dann wahrscheinlich auch noch ein Geld mit dazu geben. So, mein Zeitplan sagt Sonntag. Sonntag wollen wir nochmal in Juggler's Tale spielen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und wir spielen am Samstag nochmal, ne, am Sonntag. Sonntag spielen wir nochmal in Juggler's Tale und machen da die Achievements voll. Versuchen es zumindest. Machen wir noch einen zweiten Run. Schauen wir mal, die Achievements durchzukriegen. Den dritten Run, falls ich es im zweiten Run dann nicht schaffe, die Achievements vollzukriegen, mache ich dann offscreen. Aber für heute haben wir es durchgespielt. Kunststück im Lager. Können wir es nochmal angucken. Kleines bisschen Revue passieren lassen. Ah, okay, hier steht nochmal ein Text. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfach nur beschwichten. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Ich bin auch ein guter Erzähler, oder? Nee, eigentlich nicht, aber... Der Direktor kündigt sie hochtrabend an, das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Um des leisen Schrittes wohl bedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme nahen sie ein in farbenfrohe Ferne. Dünne Fäden gegen Mühlenarme, wer da wohl gewinnt, doch bist du klug und geschickt, sei der Sieg dir vorbestimmt. Der große Fluss, also unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, aber den sie wohl oder übel hinüber muss. Die Grashütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt, und du, klein Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Die Bäume versperren den Weg in ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich sich die Äste zu verbrennen. Tief in den Wäldern, so erzählt man sich schon lange, machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange. Mensch, Blitzdonner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Schau an, der Direktor, ist er sich für den Wald nicht zu fein? Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Geschäftig gehen die Banditen ans Werk, eine wahre Festung wollen sie errichten, gleich einen Berg. Oh, Abby, ist das, was du dir vorgestellt hast, musst durch Leichen kriechen wie die Maden. Tonda und seine Bande, lauf, Abby, lauf um dein Leben. Eine Rettung in sich, keine Rettung in Sicht, so sehr sich Abby hastet. Zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Heraus aus dem Walde hat's Abby an den Dorfesrand verschlagen, und deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann, kommt allein nicht gegen lumpige Kröter an. Als ob ihr von Hoffnung die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten.
Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Dürr willkommen? Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Den Banditen stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen, so gab sie sich fast bei aus dem üblen groben Räubers schlaufen. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Der Song war ja großartig, das muss ich sagen. Der Song von den Banditen. Das fand ich großartig. Okay, also, Abby lag und dann. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Wild vor Zorn grölt, Donder der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit, doch hält er schon Gefahr bereit. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken, ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Nur weiter, immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Ich sehe dich. Nach einer Reise furchtbar lang kehrt Abby dorthin zurück, wo alles begann. Endlich ist auch Urs befreit. Einsam ist man nicht zu zweit. Das Ende. Wie schön. Haben wir nochmal die Credits? Ja. Danke fürs Zuschauen. Und vor allem Dank fürs Machen dieses großartigen Games an den Entwickler. Also, kann man jetzt zweimal die Credits abspielen. Ja. Und waren das schon eure 15 Minuten Aufmerksamkeit? Aber 15 Minuten Ruhm. Hier sind sie. Ja, joa. Wir sehen uns am Sonntag wieder, also wir sehen uns am Freitag wieder zu A Plague Tale, kommt dann glaube ich am Freitag. Samstag mache ich, mal schauen, ob ich da noch wen dazu kriege, ansonsten mache ich es alleine. Da spiele ich, keine Ahnung, Prison Break. Wie heißt das Spiel, das Ding, wo du diese kleinen Männchen spielst und aus dem Gefängnis auskommen musst. Mir fällt der Name gerade nicht ein, so ein jetzt Cartoon Game, was so die Verurteilten. Ja, und Sonntag sehen wir uns dann nochmal zu Juggler's Tale wieder. Da kriege ich dann noch einen Stream damit voll, dass wir dann die Achievements sammeln. Copyright Kaleidoscope. Unbedingt. Danke fürs Zuschauen. Da mich nach oben sonst gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid auf YouTube. Glöckchen aktivieren, Kommentare schreiben. Und habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Haut da rein. Schaut auf Twitch vorbei. Da streame ich regelmäßig live. Sowas hier zum Beispiel. Und ja. Wir sehen uns jetzt entweder dann bei den nächsten Parts, wo ich dann 100% mache. Oder ich lasse die dann raus, dann ist das hier der letzte Part, dann mich nach oben dafür. Und ja, bis zum nächsten Projekt. Etwas kürzeres Projekt, aber das den einen oder anderen Part werde ich da schon, zwei, drei Parts werde ich da schon rausgekriegt haben. Denke ja.
mich das in 15 Minuten Parts schneide. Mal schauen. Irgendwie mache ich da schon was draus. Für YouTube.